So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf eurem Lieblingskanal Hero Uncut. Wir spielen heute Terra Nil. Das ist ein Reverse City Builder, in dem es darum geht, Ökosysteme wieder aufblühen zu lassen. Also schon sehr special. Ich glaube, es wird eher so chill und cozy. Und davon gibt es jetzt eine Demo und die schauen wir uns heute hier an. Abfahrt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin genauso, für mich ist das ja auch genauso eiskaltes Wasser wie für euch. Von daher, sie sind auf einer Wellenlänge. Welcome to Terra Nil. Your goal is to, ja, rejuvenate, Digga, this wasteland by covering the landscape in greenery. Okay. But before you begin, try panning by moving your mouse cursor to the edge of the screen. Achso, jetzt hier erstmal Tutorial, ja? Okay, und ich kann auch den mittleren Mausbutton. Ist ja wie bei Siedler. WASD, ja, okay. Man hat 10 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Verstanden. Ja, Zoom, ja, habe ich auch verstanden. Okay, und jetzt geht's los mit der Turbine. Ach, die müssen wir auf Stein platzieren, ja? Okay. Okay, und jetzt können wir das Soil cleanen. Soil war doch. Was war nochmal Soil? Junge, ist auch ein Englischkurs hier. Warte mal, ey, das kenne ich doch. Soil, Digga. Boden. Hä? Boden, Erde? Okay. Ja, gut. Try to fit four toxin scrubbers as far from the turbine as possible. Okay. Also, wir haben so Gerätschaften, die reinigen den Boden. Okay. Und die sollen wir so weit wie möglich von den Turbinen wegplatzieren. Okay, machen wir. Oh. Oh. Aber das kostet, guck mal, das kostet 50 Blätter. Wie viel Blätter habe ich denn? Weißt du, wie ich meine? Es erinnert mich so ein bisschen an Dorfromantik. Mal gucken. Okay, ich soll 4 bauen, ja, aber na gut. Machen wir hier noch, ne? So. Okay, und jetzt haben wir die Grundlage geschafft, um hier alles grün werden zu lassen, ja? Okay, und jetzt haben wir so ein Gerätschaft hier. Was machen die? Ach, guck mal, die generieren mir. Ach, wie kann ich die rotieren? R? Oh nein, Alter, ich sitze wieder in der falschen Ecke. Das kann mir keiner erzählen. Es ist ein Meme. Bitte. Da. Jetzt weiß ich auch, woher ich grüne Blätter bekomme. Okay. Ja, machen wir so. Holen wir es mal. Okay, ich soll ja E3 bauen. Und die machen jetzt. Alter! Alter! Richtige Rasensprenger. Wie bei uns im Park. So. Noch. Das ist ja geil. Satisfying, oder? So. Ja, und unten steht jetzt eine Prozentanzeige, wie viel ich hier rausholen kann oder wie durch eine Platzierung. Ach, guck mal. Man kann auch einen ganz länglichen machen. Ja, dann. Ne? Okay. Well done. Okay, wir müssen jetzt die Greenery auf 25% kriegen. Ja, easy. Dann mache ich hier jetzt noch eine Windanlage, Windturbine. Aber nicht näher als 38.000 Kilometer an der Stadt dran oder an einem Dorf. Das geht nicht. Dann mache ich ihn hier. Wir machen hier das Zoll weg. Okay, ja, das, aber man merkt, man wird hier erstmal schön an der Hand genommen, ne?
So, jetzt machen wir ein bisschen Greenery. Hier, so ein. Oh. 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 Demo zu Ende. Ja, cool. Water. Oh, ich krieg ein paar neue Gebäude. Jetzt kommen keine Tipps mehr. Ich soll einfach machen. Krasse Mucke. Ja, wahrscheinlich muss ich dahin dingsen, oder? Ah. Gucke mal. Oh. Nee. Alter, Alter. Heftig. Was ist das? Das muss ins Wasser? Was macht das? Kann ich da drüber hovern? Provides Steine oder was? Was bringt das? Der braucht Strom, ja. Und der... Der macht einen Fluss? Was? Der macht einen Fluss. Ja, wir ballern hier mal schön durch, oder? Ja, geil. Okay. Okay, heftig. Dann machen wir hier noch ein bisschen grün. Achso, geht ja gar nicht. So. Ja, das ist ja eine krasse Scheiße, muss ich sagen. Wie machen wir das hier denn jetzt am besten? Wir machen hiervon ein paar. Ja. So. Geil. Dann machen wir hier so eine lange Spur. So, genau. Es gilt wahrscheinlich mit so wenig wie möglich Gebäuden, das hier alles zu erschaffen, oder? Aber was ist... Ach so! Auf den... Ach, dafür macht der die Steine. Ich kann da dann Windanlagen draufbauen. Windturbinen. Ja, geilo. Geilo Family. So, warte. So. Und... So. Nice. Wird schön bewässert hier an der Anlage. Okay. Ja, und jetzt soll ich... Also, was ist mein Ziel? Soll ich einfach zocken oder wie? Was ist hier eigentlich der Pfeil? Hä? Okay. Ach so, ich kann das letzte wieder rückgängig machen. Verstehe. Ja gut, Leute, aber was ist jetzt das... Also, was ist... Ist das die Demo? Is this a demo? But I need to reach 100%, I think, ne? Machen wir so. Also wahrscheinlich muss ich halt wirklich die ganze Map einfach abdecken, oder? Ach so, meine Ressource schwindet auch wieder. Aber... Ich generiere mit Rasen dann wieder was, ja? Ist das richtig? Ja. Nee, ja, doch. Ja, whatever. Cool. So, dann hier noch einen. Und hier noch einen. Und hier noch einen. Und hier noch einen. So, jetzt wird Gras gestreut, ja? Aha. So, hier, die Linien brauchen wir. Jawohl. Ja, aber wird das auch nachträglich nochmal gefixt, wenn ich da jetzt geilen Boden hab? Nee, wa? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich check langsam, wohin das führt.
Ich muss echt ein bisschen aufpassen, glaube ich, mit den Ressourcenmanagements. Also, ihr seht ja, ne? Wir generieren hier 126 Blätter. Das ist die Ressource, was der Kram hier kostet. So, und dann die prozentuale Ansicht ist, wie viel wir die Map gegreent haben. Weißt du? Das ist, glaube ich, der Clou. So, jetzt kann ich ja hier zum Beispiel keine Windräder bauen. Da ist halt die Frage. Warte mal. Dann muss ich ja Steine machen, ne? Und dann habe ich Steine. Und kann das hier so zum Beispiel machen. Und jetzt kann ich richtig grün machen, ne? So nämlich. Zum Beispiel. Okay. Er muss halt wirklich die ganze Map grün kriegen. Krass. Aber bei der Mugge geht das ja auch, ne? So. 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 Bisschen Wasserbottich. Schön. Aber ja. Aber hier habe ich ja jetzt keine Möglichkeit mehr, Windräder zu bauen. Das heißt, hier muss ich dann das Ding machen. Und da alles hinschießen. I guess. Müssen halt erstmal gucken, dass wir hier so alles. Ja. Ja, dann hier Stein. Ein Windrad. Ich habe keine Ressourcen mehr. Rückgängig. Ach du Kacke. Siehste? Ich hab's hier gesagt, man muss aufpassen. So. Habe ich ein bisschen Plus gemacht. Ach du Scheiße, ey. Ich habe ein bisschen. Ja, das hier war ja komplett reingetrollt, ne? Die 200 Ressourcen fehlen mir jetzt. Eieieiei. Warte, klappt das jetzt? Ja. So. Guck mal, jetzt wird rasiert, ja? Sowas hier zum Beispiel. Oder so. Das ist auch richtig viel Fläche. Aber er muss es halt echt sehr optimiert angehen. Ich mache mal so. Oder so. So. Okay. Jetzt haben wir wieder ein paar Points. Jetzt so. So, wa? Okay. Dann hier oben. Kriegen wir das jetzt überhaupt hin? Hier, ich kann ja so ein Eckding machen. Pass mal auf. So, oh shit. Vorbei. Nein! Ja. So. So. Oh. Ja. Ah, jetzt habe ich über 100%. Okay. Now increase the Biodiversity of the ecosystem by restoring three biomes. Biomes, Alter? Biome. Ah, ne, kommen Tiere! Wie jetzt Biome? Hä? Junge, können die Wildgänse sich mal verpissen? Also, ich habe hier noch so eine Ansicht. Ich habe bisher nicht gecheckt, was die macht, deswegen habe ich die mal wegignoriert, aber. Das hat wahrscheinlich mit den Biomen zu tun. Also wir haben jetzt hier einen zweiten Reiter. Und das Ding macht Reduce the cost of scrubbers, pumps und so weiter. Aha. Creates wetland. Aha. Ach, das kann nur auf dem High Ground gebaut werden. Nö. Wo? Near water and not on high ground. Okay. Ja, warum kann ich hier nicht bauen? Ach so, auf den Grün drauf. Ah. Oh.
Oh. Ich soll jetzt Sumpf machen, ja? Okay. Kriegt ihr, kriegt ihr. Das ist halt wirklich ein bisschen wie Dorfromantik. Also, so gleiches Genre, oder? Ach, auch die Kackerde wird. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir hier schon das eine Biom fast fertig. Das ist ja geil. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, hier müsste ich nochmal weiter, ne? Pass mal auf. So. Dann kann ich hier generell mal weitermachen, glaube ich. Ich habe ja jetzt echt viele Ressourcen. Muss man auch mal sehen. So. Ja, so. Und jetzt. Ah, jetzt ist es nicht am Wasser dran, ne? Ja, muss ich hier nochmal. Das ist ja ärgerlich. Warte mal. Da kann man vielleicht vorher nochmal den hier. So. Und jetzt so einer, oder? So, und das müsste jetzt gehen. Acht nur. Okay, krass war das jetzt nicht. Dann. Hier müsste ich mal eigentlich einen Fluss lang schießen, bin ich ehrlich. Ich könnte mir auch mal die anderen Gebäude angucken. Der reicht auch gar nicht so weit, ne? So, Abfahrt. Junge. Alter, ich dachte halt schon. Ich war schon ein bisschen so irritiert, nicht enttäuscht, aber so, hä? Was soll jetzt das Game? Wisst ihr, wie ich meine? So, ich muss jetzt erstmal hier für Wasser sorgen, aber dafür brauche ich Strom. Scheiße. Scheiße. Dafür brauchte ich doch Strom, oder? Damit mache ich doch Wasser, oder? Ja, ich brauche nur Strom. Shit. Warte, dann mache ich es nochmal rückgängig und mache es näher hier hin. Ich glaube, so müsste es dann gehen. Ja, guck mal. Ist schon ready. So, dann Abfahrt. Schön. So, jetzt vielleicht nochmal er hier. So. Dann können wir den hier machen. Gucke mal. Das ist doch nice. So, dann machen wir so. Und jetzt machen wir einen richtig fetten, saftigen grünen Streifen. Ja. So richtig saftig. Oh, satisfying. Okay. So, jetzt machen wir hier nochmal Sumpf. Geil, jetzt voll. Okay. So, was haben wir hier noch? Auf dem Baum. Alter, das wird eine Blumenwiese. Hey, das ist ja der Hammer. Guck mal, die Gänse, die stehen drauf. Noch ein Baum. 143. Alter, man kriegt jetzt auch viel einfacher Money. Ey, jetzt sieht das hier auch ein bisschen abwechslungsreich und alles aus, ne? So, was haben wir noch? Hä, was? Wo drauf? Requires? Was soll das sein? Was soll das sein, Leute? Irgend schwarzer Block und sieht aus, als wäre da eine Ruine oder was Verbranntes. Ja, ich muss Asche benutzen. On a burnt building. Ja, habe ich nicht. Okay, was haben wir hier? Provided Sonnenlicht. Hä? Was macht das?
Ah, da kann Feuer entstehen, oder was? Verstärkt das Sonnenlicht in dem Areal? Aha. Oh. Oh, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, 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 ich verstehe. Damit können wir einfach alles abfackeln. The fuck? Stopp! 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 Aufhören! Aufhören! Junge! Junge, what? Okay. Wieder unter Kontrolle. Aha. Oh, oi. Ui. Mehr Wald. Das heißt, also, ich muss was abkokeln und aus der Asche, kann ich dann einen Tannenwald machen. Minus? Was? Das ist nicht worth, weil das 100 kostet, wa? Achso, ich hab schon fertig. Jetzt muss ich wieder Blumenwiese machen. Ja, mach ich im Wald, oder? Achso. Okay, hier ist noch eine Tanne. Fertig, oder? Nee, ein noch. So. Okay. So, das ist die Biomdiversität. Versteht ihr? Die wurde jetzt wieder hergestellt. Okay, und jetzt sollen wir aufräumen, Digga, was? You need to construct an airship of recycled materials. Okay, und wir kriegen jetzt Advanced Weather Technology. Das heißt, wir können Wetter machen? Okay, wait a minute. Also, ich habe hier ein Flugzeug. Gut, bauen wir mal, ja. Juti. Hier, da. Warum geht das nicht? Kein Platz, wa? Hier ist kein Platz am Wasser. Hier wäre gut, oder? Warum nicht? Muss grüne Fläche sein, oder was? Oder wie, oder wo? Junge, da sind Rehe! Alter, einfach Rehe wieder hier. Ich habe Natur gerettet. Heftig. Okay, okay, heftig. Also wir können mit dem Silo Sachen wieder recyceln und somit Platz schaffen. Ja, hier wäre ganz gut. Dann könnte ich hier bauen, oder? So. Geil. So. Das ist meine Yacht, ja? So, und was ist das hier? Das ist eine Recycling-Drohne. Und die fährt im River entlang und recycelt Material. Von Loading Docks. Ah, und die recyceln hier auch die ganze Scheiße wieder weg. Okay, dann wahrscheinlich... Oh, ich krieg nicht beide. Ja, dann machen wir erstmal so. Jetzt wird hier wieder alles wegrecycelt. Und aus dem recycelten Material kann die Drohne dann das Schiff herstellen. Das Flugschiff, ne? Flugzeug. Aha. Aha. Na ja, klar, wir müssen die Scheiße auch wieder wegräumen.
Okay. Wann ist das Job done so mäßig? Was ist das hier? Ah, das ist eine Schleuse. Heftig, dann kann die irgendwo hoch und runter fahren. Okay. Ja, das heißt, wir bauen hiervon jetzt noch mehr und reißen wieder alles ab. Okay. I guess. Was kostet das? 25. So. Ach so, die Sachen werden nur abgerissen, wenn es ankommt. Okay, was haben wir bei Wetter? Uses water and wetland to increase humidity. Humidity? Was ist das, Digga? Prozent. Was ist Humidity? Hier, es ist ja auch ein Wissenskanal. Guck, es wird schon vorgeschlagen. Demut. Bescheidenheit. Ergebenheit. Aha. Ja, klar, dass ich das Wort nicht kenne. Okay, also wir müssen quasi hier wieder jetzt, ne, unten ist ja auch so ein Recycle-Symbol. Wir müssen wahrscheinlich alle Gebäude, also wir kommen ins absolute Brachland, ja, wie bei WoW, Crossroads und so, platzieren unsere Gebäude, um das wieder alles aufzubauen, das Ökosystem, müssen dann aber dafür sorgen, dass wir wieder alles abreißen und reinhauen. Das ist ja insane. Junge, das Spiel ist viel deeper, als ich dachte. Okay, was haben wir hier? Temperaturerhöhung? But why? Da ist ein Bär! Okay, was bringt mir die Temperaturerhöhung? Ey, so hier diese Anzeige. Das aktuelle Klima, ja? Okay. Ist wahrscheinlich irgendwie in späteren Missionen dann wichtig, wie man mit dem Klima und so weiter hausiert. Ja, hier hat sich was verändert jetzt. Okay. Gut, dann recyceln wir mal weiter, würde ich sagen. Abfahrt. Aber hier ist ja das Ding. Jetzt kommt das Schiff ja gar nicht ran. Und wer recycelt die? Weißt du, wie ich meine? Was war das hier eigentlich nochmal? Reduziert einfach die Kosten. Gut. Also theoretisch, ich glaube, das Smarteste wäre. Ach, guck mal, das macht hier schon Progress. Das Smarteste wäre, wenn ich irgendwie dafür sorge, dass das Boot hier möglichst viel kriegt. Die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann das ja rückgängig machen, aber naja, immer nur einen Schritt. Ja, schwierig. Warte mal. Mal überlegen. Also an sich wäre das ja irgendwie sowas. Genau. Ne? Gut. Jetzt kann es hier reinschippern. Ne? Jawohl. Geil. Okay. Und dann kann ich hier noch einen machen. Hoffentlich. Ah, da ist Stein in der Nähe. Ja, scheiße. Hier im Wald ist schwierig, wa? Okay. Und Abfahrt. Sehr gut. So, wie kriege ich den Müll hier weg?
Ist ja alles im Weg. Das ist ja hier, so. Oh, da muss ich ja ganz viele bauen. Shit. Warte mal, ich kann das vielleicht mal folgendermaßen probieren. Das ist jetzt ein Test. So. Okay, und jetzt... Haha. Jetzt habe ich gar keine Winddings mehr. Ja, gut. So. Genau. Und jetzt die Frage... Da kommt kein Wasser rein, warum nicht? Hä? Das? Kommt der da hin jetzt? Nee. Okay. Ja, da tatsächlich, man hat keine Verbindung. Shit. Wie weit ist denn das Flugzeug? Gute Aussprache, ne? Okay, kann ich rückgängig machen? Nee. Ja, unglücklich, würde ich mal sagen. Okay, dann gucken wir erstmal, wie wir hier hochkommen. Brauche ich erstmal wieder schöne Turbine. Ah, da ist jetzt ein scheiß Baum im Weg. Das ist natürlich ärgerlich. Und das Wetland ist halt immer... Warte mal! Gab es nicht was, was das Wetland decreased? Ja. Aha. So. Das könnte ich machen. Sehr ineffektiv. Naja, gut, machen wir mal. Ich habe keine Ressourcen. Oh. Ich bin fast Game Over, quasi. Ach du Scheiße, das ist ja richtig schwer dann auf einmal. Warte mal, kann ich einen Wald machen, der mir richtig viel Points gibt? Nein. Nope. Kann ich hier nochmal was grün machen? Ziel ist es wahrscheinlich, wieder abhauen zu können. Ach du Scheiße. Okay. Also das scheiß Moor, Wetland, das hat's mir halt versaut, weil dann kann ich jetzt hier nicht reinbiegen und mir das schöne Silo abholen, weißt du, wie ich meine? Was ist denn, wenn ich... Also das Ding ist, bei diesen Silos... Kommt es auch zu meinem Fliegeschiff? Nee, oder? Ja, Wasserfälle habe ich nicht. Ich habe nur scheiß Moor. Wie kriege ich das weg? Wahrscheinlich alles abbrennen. Na gut. Okay, also, lass mal überlegen. Kriegen wir das noch gerettet? Also Steine versauen es ein, das merke ich schon. So. Ja, hier, das ginge. Guck mal, das machen wir. Geil. Lol, der ballert einen Berg weg. So. Warum ist das jetzt so langsam? Ja, aber jetzt habe ich doch auch keine Ressourcen mehr. Oder? Ja. Scheiße. Okay. Was ist, wenn ich mit Silos noch mehr arbeite? So. Jetzt habe ich 50% fast. Uno. So. Kann die Drohne sich das jetzt bitte holen? Das wäre mega nice. Okay. Ja, 100 werde ich nicht schaffen. 68. Oder was hier? 66. Ja, gut. Ah, ne. 68. 70. Ja, okay.
So, und jetzt bin ich Game Over, ja? Ah, ne, einen kann ich noch. So. 74. Ah, lol, die zählen wirklich. Krass. Kann ich das vielleicht dann... Ja, jetzt zu spät. Man kann immer nur einen Step rückgängig machen. Alter, das ist einfach übel, das Knobelspiel. Ja, nee, bin Game Over. Ja, interessant. Aber ich glaube, das Spiel ist halt wirklich so gedacht, okay, du hast hier so ein Einsatzgebiet, kommst da hin, pimpst die Nature wieder auf und haust rein. Und dann war's das. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, das war, anfangs war ich ein bisschen, aber dann kam immer mehr dazu. Und es ist eine Demo, da ist ein Frosch. Und Fische, krass. Das ist halt wirklich sehr ähnlich wie Dorfromantik. So, ne, vom Charakter her, sag ich mal. Sehr cooles Spiel. Freue ich mich, wenn es rauskommt. Wann kommt es eigentlich raus? Haben wir hier die Steam-Page nochmal? Dö, Shop-Seite. Ah, wird nur angekündigt. Okay. Ja, wird nur angekündigt. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Sollte man auf dem Schirm haben, wenn es released. Vielleicht auf die Wunschliste. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf bald. Tschüssi.